Jo Leute, was geht ab? Der Super Februar geht weiter. Das nächste Highlight Game, das meistgewünschte Spiel auf Steam, auf der Welt, ist raus. Songs of the Forest, nach über fast 2 Stunden nach dem Release kann ich es endlich runterladen. Also es gab Überlastungen, Steam war down. Dieses Game ist so im Hype. Noch mehr als Hogwarts, noch mehr als Atomic Heart. Dieses Spiel ist das Nonplusultra. Dieses Spiel ist die Fortsetzung von dem berühmten The Forest. Es ist erstmal im Early Access, aber es ist fast wie ein Vollgame. Es ist eigentlich ein volles Game mit ein paar Bugs oder was weiß ich. Sie wollten es erstmal im Early Access starten, das Game wird der Wahnsinn. Ich hoffe es. Wir sind hier im Hauptmenü. Ich habe alles auf Max gepackt. Hier sieht man sogar, in 13 Tagen wird nächstes Update kommen. Ich habe FPS-Anzeige an. Ich habe erstmal alles auf Ultra. Und ich habe auch erstmal DLSS aus. Wir wollen erstmal gucken, wie schafft es. Ich habe diese scheiß Bewegungsunschärfe, komische Kacke, alles, was das Bild verschlechtert, aus. Ich weiß überhaupt nicht, wer sowas spielt. Wir gehen erstmal in den Einzel. Wir spielen erstmal alleine. Wir gönnen uns das Ganze. Wir gehen auf. Warte mal, ist das Leichteste? Und dann unten ist das Normale? Hier ist dann das Schwere? Wir gehen mal kurz auf individuell. Man kann hier alles wirklich einstellen. Das ist, ob es Feinde gibt. Feindliche Gesundheit. Normal. Wir starten im Sommer, Herbst, Winter. Es gibt verschiedene Jahreszeiten. Standard. Niederschlagshäufigkeit, Standard. Überleben. Und jetzt kommt hier zum Beispiel eine Sache. Schaden durch Hunger, Dehydrierung. Das ist jetzt eine Sache zum Beispiel. Effekte, Verbrauchsgegenstände, normal. Ich muss mal ein bisschen leiser. Könntest du ja gleich immer noch lauter machen. Ja, was spielen wir hier jetzt? Das ist wieder das Ding. Also, es ist ein Survival-Game. Aber warum ist jetzt bei Standard und bei Normal, wenn man hier auf individuell geht, das hier unten aus? Was passiert denn, wenn man V.O.? Kann man nicht sterben durch Hunger? Wenn man das aussagt, hat das dann überhaupt Sinn zu... braucht man denn überhaupt Nahrung? Oder passiert was anderes durch den Hunger? Man nimmt zwar keinen Schaden, aber dadurch, keine Ahnung, ich kann nicht sprinten, ich kann nicht schießen. Bin also fast wie tot, aber man nimmt zumindest keinen Schaden. So verstehe ich es jetzt hier. Wir gehen, aber wir nehmen es mal hier jetzt voreingestellt, wir gehen jetzt mal auf Normal. Wir gehen mal auf Normal und starten das erstmal. Und ich bin gespannt auf die Grafik. Also trailermäßig ist dieses Spiel ja ein Monster-Game. Sons of the Forest. Ich kann ja kurz, wenn er hier noch am Laden ist, The Forest, erster Teil. Man stürzt ab. Alle sterben, außer du und dein Sohn. Dein Sohn wird aber entführt von Kannibalen oder sonstigen Leuten. Du suchst seinen Sohn. Am Ende findest du deinen Sohn. Findest aber heraus, dass ein verrückter Wissenschaftler oder ein böser Wissenschaftler den Flugzeugabsturz mit einem Gerät herbeigefügt hat, hat deinen Sohn geopfert, um seine Tochter wiederzubeleben. Das klappt auch, seine Tochter wird wiederbelebt, der Typ stirbt aber dabei. Und dann musst du entscheiden, ob du, dann probierst du, deinen Sohn wiederzubeleben, indem du seine Tochter tötest und machst auch das gleiche Ritual wie er. Klappt nicht, die Tochter verwandelt sich im Monster, du musst es töten. So, also hast du da deinen toten Sohn und auf einmal fliegt ein Flugzeug über die Insel. Und jetzt kannst du dann entscheiden, oder konnte man entscheiden, lässt du das abstürzen und probierst dann mit einem Überlebenden auch deinen Sohn wieder zu beleben mit einem Ritual. Oder lässt du das Flugzeug durchfliegen, dein Sohn ist tot und du lebst alleine bis zu deinem Todesende auf der Insel. Das kann man machen, wenn man sich für das andere entscheidet. Kommt eine Sequenz, wie du in einer Talkshow bist, mit deinem Sohn über die Geschehnisse redest. Dann nochmal einen Cut und dann siehst du deinen Sohn, wie er ein Alkoholiker ist und das Ganze zu verarbeiten zu versucht. Und dann ist zu Ende. Und das hier soll weitergehen. Es soll hier weitergehen, die Geschichte. Wie genau, weiß ich nicht. Mann, ist das laut! Ich muss gleich noch leiser machen. Also, dieser Typ hier, Edward Puffton, ist seit 31 Wochen vermisst. Jetzt bin ich gerade nicht in der Materie von den Namen her. Ist das der, den wir im ersten Teil gespielt haben? Nee, das könnte der Wissenschaftler sein. Ihr seht ja, er hat eine Tochter. Oh, ich weiß die Namen gerade nicht. Das muss ich gleich nach dem Game nochmal googeln. Ist das jetzt der,
Wissenschaftler, der seine Tochter dann da wieder belebt hat. Ich weiß es nicht genau. Oder suchen wir ihn jetzt mal wegen ganz anderes? Jetzt muss ich auf D drücken. Ah, okay, das ist die Tochter und auch, also alle drei sind vermisst auf dieser Insel. Wir können hier durchswappen und jetzt können wir auf E drücken. Fight Demons. Kämpfe gegen Dämonen. Wir werden abgeschossen. Wir sind von ihm was getroffen worden. Und jetzt stürzen auch wir ab, oder was? Mit Meli. Zack. Wir helfen ihm natürlich nicht. Wir treten nochmal nach. Wir sind auch im Wasser gelandet. Er will uns helfen, oder was? Schwimm du doch erstmal an die Oberfläche. Hä? Ich sehe im Moment erstmal gar nichts. Wir treten die Tür ein oder das Fenster. Jetzt sollten wir schleunigst hier raus. Ich sehe gar nichts. Geht alles automatisch, ich kann noch nichts steuern. Jetzt? Wir erwachen. Da ist liegt einer. Der tritt uns. Ist das eine Frau? Ist das ein Mann? Okay, schlägt uns K.O. erstmal. Okay. Wir haben hier irgendwas eingesammelt. Emergency-Sachen. Und da sind wir. Grafik, erster Augenblick ist gerade geil. Wir haben 90, 100 FPS ohne DLSS. Erstmal alles gut. Wir spielen auf QAD. Wir helfen dem hier erstmal. So, und das ist jetzt Kelvin. Ihr seht das mit dem Namen. Und das ist das Einzige, wo ich mich drüber informiert habe, beziehungsweise ich mitbekommen habe. Der Typ hat auch anscheinend überlebt, ist aber total benommen und er ist jetzt ein Bot. Ein NPC, ja, kein NPC, er ist halt ein benommener Mensch oder ein, er hat irgendwie einen Schuss weg, Koma, Gehirnschaden, whatever. Und jetzt kann man den das ganze Spiel über mitnehmen und er hilft dir. Er sammelt Holz, kannst du ihm, du kannst ihm alle Anweisungen geben. Und es erleichtert natürlich das Spiel. Gerade wenn du was bauen willst, du brauchst 50.000 Holz. Du hackst, hackst, hackst. So sind Survival Games. Und er hilft halt einfach. Du kannst ihn aber auch jetzt einfach töten. Du kannst dich einfach nicht um ihn kümmern. Dann arbeitet er auch nicht mehr für dich. Und wenn du ihn tötest, ist er für immer weg. Wir behalten ihn erstmal. Und ich hoffe auch, dass ich es irgendwie schaffe, dass er immer überlebt. Jetzt könnten wir in dem Gegenstand, folge mir, hol Stöcke, Stämme, Steine, fallen lassen, folge mir, mir geben, baue, Feuer. Nein! Das wollte ich doch jetzt gar nicht. Nein, 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 nein. Das wollte ich nicht. Kann ich das jetzt auch irgendwie wieder rückgängig machen? Nein, nein, bau nicht. Stopp. Stopp. Stopp, stopp, stopp. Bleib hier, bleib hier, bleib hier. Erstmal mir folgen. Okay, okay, okay. Gut. Also, folgt mir erstmal die. Erstmal jetzt hier chillen. Erstmal chillen, Leute. Da hinten, da ist einer aufgespießt, der da hinten auch. Erstmal kurz die Grafik. Im Moment alles toppi-tippi. Wir können springen. Wir können ducken. Wir können sprinten. Gibt es eine Ausdaueranzeige? Ja, rechts sieht man Ausdauer. Geht aber ganz langsam runter. Das ist schon mal gut. Man kann also ruhig ein bisschen sprinten. Essen, trinken, schlafen. Alles noch rechts oben, also diese Kreise rechts unten da, alles noch gut. Leben haben wir natürlich ein bisschen verloren. So, jetzt können wir erstmal gucken. Was machen wir denn jetzt hier erstmal? Hier sind Fische, da können wir irgendwie nichts mit anfangen. Jetzt können wir erstmal alle Kisten durchsammeln, durchsuchen.
Das Besondere bei dem Spiel soll jetzt unter anderem sein, dass man jeden Herstellungsschritt sieht. Kann ich das jetzt nicht einpacken? Warum nimmt er diesen Stein jetzt nur auf den Dings? Ach doch. Hä, kann ich das nicht wegstecken? Wie stecke ich denn die ganzen Sachen weg? Warte mal, ich will erstmal einstellen, dass wenn ich drücke, dass ich dann immer die ganze Zeit sprinte, dass ich nicht draufhalten muss. Steuerung, Hocken an, aus. Nee, das will ich nicht. Sprinten an, aus will ich. Zack. Gamepad haben wir nicht angeschlossen. Dann muss mein Gamepad jetzt auch nicht vibrieren, so. Das heißt, wenn ich jetzt einmal drücke, sprinte ich die ganze Zeit. Okay, sehr gut. Ein Stock. Wie kann ich den wegpacken? Also immer das Letzte, was man nimmt, hat man jetzt in der Hand. Das nervt ein bisschen. Was ist das denn? Hä? Linke Maustaste? Was kann ich damit jetzt machen? Rechte Maustaste? Kann ich da was drehen? Ihr seht in der Mitte, dieser Kreis dreht sich. Ach so! Können den reinstecken? Wofür? Jetzt können wir ihn nicht mehr nehmen? So, was ist das? C4? Ja, aber schade, dass man jetzt diesen Stock nicht mehr nehmen kann. Wie dumm ist das denn? Macht er? Macht er mir alles nah raus? Egal, nächste Kiste. Was ist das? Oh, jetzt, haben wir was getrunken. Folie. Mehr ist da nicht. Hier ist auch noch einer. Ah, wenn man drauf hält, dann hätte ich jetzt sofort genommen, diese Medizin. Hier ist auch noch ein Stein. Ach, wenn man nur drückt, dann sammelt er einen. Und wenn man drauf hält, dann nimmt das gleich in der Hand. Okay. Aber erstmal alles einsam. Ich hoffe, man hat einen großen Rucksack. Oh mein Gott. Fügt der Matte Gegenstände hinzu, um sie zu öffnen oder zu kombinieren. Genau. Und ihr seht jetzt, und man sieht dann alles. Man sieht jede einzelne... Oh, hier ist meine Sense aber sehr langsam. Man kann dann hier alles und man sieht jeden Herstellungsschritt. Das lassen wir jetzt aber erstmal. Ich muss sagen, ich bin kein Survival-Profi. Also, hier sind irgendwie Leichen. Verpisst euch hier. Kann man den irgendwie noch... Scheiße. Hier ist noch ein Stock. So, neue Anleitung im Inventar. Neue Anleitung im Inventar. Also, Grafik sieht erstmal vom Feinsten aus für so ein Survival-Game. Habe ich nicht gesagt, der Typ... Achso, doch, er folgt mir. Kann ich so eine... Hä? I! Ja. Also wenn ich mich bewege, dann steckt das nicht ein. Hä, wieso kann man das denn nicht kaputt hauen? Also noch ein bisschen, wie gesagt, Early Access. Ja. Aber wir öffnen jetzt mal I und jetzt haben wir da irgendwas bekommen. Wie können wir denn jetzt... Boah, kann man hier die Sense... Also die Sense ist ja viel zu niedrig. Warte mal. Die Sense ist ja Katastrophe da drin. Aber kann man jetzt die Sense... Kann man nicht... Also das haben sie ja katastrophal gemacht. Ich kann nur die normale... Also hier ist sie gut. Hier ist sie schön schnell. Guck mal, wie schnell ich mich drehe. Einmal mit meinem Trackball. Aber hier ist ja meine Maus katastrophal langsam. Na gut, Notfallpaket. Kombinieren, kombinieren. Da habe ich nichts drin. Gegenstand hinzufügen. Plane. Boah, was für ein großer... Das sind meine Steine oder was? Muscheln? Boah, wie geil das aussieht. Also das blinkt jetzt hier. Soll ich das jetzt öffnen oder was? Wir öffnen es mal. Klicke auf die Ausrüstung, um das Notfallpaket zu öffnen. Okay, hier ist dann das Rädchen. Wir öffnen erstmal unser Notfallpaket. Okay. Wir haben ein GPS-Gerät.
Day One, 12.20 Uhr. Ja, perfekt. Hallo. Und zieht sie wieder rein? Wir haben ein Handbuch. Wo wir halt wahrscheinlich alles lernen hier. Das machen wir gleich. Modus wechseln. Ha, wie er sogar umblättert mit dem Daumen. Genau, es gibt, glaube ich, zwei Modi. Es gibt einmal diesen Standard, wenn man das jetzt drückt, dann hat man so eine Blaupause. Und es gibt den neuen Modi, wo man alles irgendwie selber machen muss, glaube ich. Ich weiß aber nicht genau. Aber wie kriege ich das denn jetzt weg hier? Ich will gerade nichts machen von dem hier. Wie kriege ich die Scheiße jetzt weg hier? Feuerholz, einfaches Feuerholz. Zelt. Ich will das weghaben. Hallo. Ich weiß nicht, wie ich das wegkriege. Ich kriege dieses Buch nicht weg. Wie kriege ich dieses Buch weg? Ich kriege das Buch nicht weg. Ich kriege die Kacke nicht weg. Hm? Jetzt habe ich mein Feuerzeug geholt. Ich kriege das Buch nicht weg. M, J, K, L. Ich muss mal alle Buch... Ah, G. Nee. Ich weiß auch nicht, wie ich das Buch gekriegt habe. Was ist hier noch? Stein. Stock. Stein, Stein. Alles natürlich erstmal aufsammeln. Ich finde schade, dass er aufhört zu sprinten, wenn ich einmal Sprinten anmache und dann einmal stehen bleibe, dann ist das Sprinten weg. Ich muss immer wieder drauf drücken. Bisschen doof, lass mich doch so lange sprinten, bis ich tot bin oder bis ich sage. Ja, wie fängt man eigentlich an? Ich weiß es nicht. Also natürlich braucht man einfach Feuerholz, einen Feuerplatz, dies, das. Ah, hier ist ja noch ein Koffer, den ich übersehen habe. Hier sind noch mehrere Sachen, die wir noch gar nicht geöffnet haben. So. Die Grafik ist echt nice. Die Frage ist, wo schlägt man ein Lager auf? Am besten ja immer am Wasser irgendwie. Plup, plup, plup. Oh, da ist direkt schon eine Höhle. Und ein Schädel. Aber wie kann ich denn meine verschiedenen Stöcke und alles? Ich habe doch jetzt Stöcke eingesammelt. Wie kann ich die... Warum kann ich nicht auf 1, 2, 3 meine Stöcke und so ändern? Ach, auf B ist das. Wartet mal. So, Hocken, Inventar. Springen, Feuerzeug, L. Warum ist Feuerzeug auf L? Zerlegen, C. Gebrauchsgegenstand. Walkie-Talkie, T. Buch... Element platzieren. Tertiaktion. Schlafen. Y. E. Speichern. Überspringen. Zurücksetzen. Buchmodus wechseln. Platzieren. Ich weiß nicht, wie ich jetzt zum Beispiel meinen Stock. Also, dass ich eine Waffe habe und sowas. Raff ich noch nicht ganz. Hier ist so ein GP, aber da kann man auch nicht viel machen, ne? Kommt nur das und dann kann es nicht groß machen oder so, ne? Ja, aber wie kann ich denn jetzt anfangen, eine Feuerstelle zu bauen? Warte mal. Handgefertigter Spiel. Hand. Okay, sagen wir mal jetzt, wir wollen ein Zelt bauen. Eine Plane plus Stock. Plane auf dem Boden, Stock an der Ecke. Stock an der Ecke. Okay. Das heißt, ich gehe jetzt wieder raus aus dem Buch. Ich gehe jetzt auf I. Jetzt muss ich die Plane nehmen, oder was? Achso. Bauen wir den... Sagen wir mal, wir bauen jetzt mal hier hin. Man muss vielleicht irgendwann sowieso nochmal neu anfangen oder sowas. Aber
So, wir machen jetzt hier die Plane hin. Zack. Ja, ein bisschen laggy, ein bisschen droppy. Ne? War kompletter Drop auf Dings. So, und wie kann ich jetzt den Stock nehmen? Ah! Okay. Warte. Ah, guck mal, jetzt ist wieder... Ich kann das jetzt nicht machen. Er muss jetzt erst den Stein wegwerfen. Also ganz komisch. Ich weiß nicht, wie ich jetzt auf den Stock gehe. Ich muss jetzt immer drücken. Dann wirft er den Stein weg und macht automatisch den Stock rein. Weil er halt das, was er in der Hand hat, erstmal wegwirft. Ja, aber warum kann ich nicht das einfach wegstecken? Warte mal. War da ein Knopf mit wegstecken? Aber ich will ja nicht, dass er meine ganzen Steine wegwirft. Springen, nehmen, rennen, zerlegen. Sekundär interagieren, alternatives interagieren, Element platzieren. Schlafen, speichern, überspringen, wählen. Platzieren. Nee. Er wirft immer, er wirft. Weiß ich nicht. Jetzt wirft er wieder einen weg. Das ist ein bisschen komisch. Aber ihr seht, man sieht hier echt alles, ne? Also wie er das macht. Und jetzt kann man hier auch speichern. Oh, bitte sagt mir, dass man ganz viele Speicherstände. Das heißt, wenn ich jetzt ein neues zweites Spiel anfange mit einer anderen Person. Ich hoffe, das geht im Hauptmenü. Ja, da bin ich mir nicht sicher. So, aber das haben wir jetzt zum Beispiel geschafft. Wir haben jetzt unsere erste kleine Überdachung. So. Jetzt muss ich wieder. So, jetzt zeigt er mir einen Speer an. Ich brauche zwei Stöcker. Wo sind hier jetzt meine ganzen Stöcke? Also irgendwie... Ach, hier unten. Guck mal, wie geil das aussieht. Hier die Steine. Also das haben sie schon geil gemacht. Bisschen umständlich, dass man nicht alles auf einmal sieht. So, aber jetzt muss ich halt diesen... Ich muss jetzt mal reinkommen. Wie kann ich jetzt diesen Stock in die Mitte packen? Alles noch ein bisschen hakelig. Kombinieren. Kombinieren. So, was willst du noch für einen Speer? Fackel, handgefertigt. Jetzt noch einmal so eine Rolle. Pup. Und ein Messer. Pup. Und jetzt. Jo, das ist geil. Ist natürlich alles in schnell, aber das ist geil. Du siehst jeden einzelnen Schritt, Digga. Jeden einzelnen Schritt. Bam, wir haben den Speer fertig. Man kann ihn werfen. Man kann stechen. Zack. Ah, guck mal, wenn man auf dem Boden. Dann macht er sogar eine andere Anime. Also, das ist schon alles sehr detailreich. Krass. Jetzt probieren wir mal, ob wir jetzt damit so ein Tier fangen können hier. Töten können. Warte mal. Pam, den Fisch. Fisch geht irgendwie nicht. Weil den konnten wir auch am Anfang irgendwie nicht anklicken. Du kannst nicht mehr Steine tragen. Okay, wir sind voll mit diesen großen Steinen. So, aber jetzt mal hier so eine Möwe. Dann gucken wir jetzt mal. Ja, ich hätte mich anschleichen sollen. Hä? Federn. Lol, wie sie in der Luft fliegen. What the fuck? Ah, ich habe ihn sogar erwischt. Alter, sieht das geil aus. Und jetzt häuten wir ihn. Zack. Und wir haben unser erstes Stück Fleisch. Also das sieht schon alles sehr geil aus. So, Federn. Alle einsammeln. Okay, mehr gibt er nicht her. So, wir haben eine neue Anleitung. Ah, wenn hier noch einer ist, dann töten wir ihn auch noch. Zack. Oh, diese Spiele verballern auch so viel Zeit. Ich weiß es jetzt schon. So, jetzt haben wir wieder was. Jetzt haben wir Steinpfeil. Steinpfeil? Ja, ein Pfeil, aber wir brauchen ja auch erstmal... Aber wieso zeigt er mir jetzt nur diesen Steinpfeil an? Wieso zeigt er mir nicht andere Sachen an? Hier haben wir zum Beispiel das Fleisch... Ja, roh können wir das nicht essen. Wie können wir denn jetzt einen Feuerplatz herstellen? So, wir gehen erstmal wieder so ein bisschen in Richtung unser Heim. Es sieht schon verdammt gut aus. So, jetzt gehen wir wieder hier. Nee, falsch, Entschuldigung. Wir gehen auf B. Und jetzt gehen wir halt auf einfaches Feuer. Stock plus... wir müssen mehrere Hölzer
auf den Boden brechen. Das ist halt dieser neue Modus. Man könnte es mit diesen Blaupausen machen, nimmt aber eine Immersion weg. Wir wollen ja schon, dass es realistisch ist. Das heißt, ich muss jetzt. Ich muss jetzt das Buch einstecken, gehe auf Inventar, nehme einen Stock. Oder? Kann ich den hier jetzt kleiner machen? Nee. Nee, ich muss ihn in die Hand. Das ist das Ding. Ich nehme ihn in die Hand. Und jetzt kann ich ihn brechen. Irgendwie. Zack. Hä? Ach so. Ach so, man kann das nicht hier machen, sondern man braucht hier so ein bisschen dieses Feuer, ja, wie heißt das hier? Ja, diese paar Pflanzen, diese vertrockneten Sträucher. Jetzt müsste es hier wieder gehen. Also ich kann jetzt hier wieder. Pack. Nein! Scheiße! Aber jetzt passt da nichts mehr hin. Ich weiß auch nicht, warum ich diesen Stock nicht wieder rausnehmen kann. Oh, jetzt habe ich den irgendwie rausgeschubst. Aber ich will jetzt nochmal. Eben hat er doch angezeigt, dass ich noch hier neben was machen kann. Zack. So, okay. Und jetzt können wir. Ah, es ist schon. Ah, und jetzt können wir Blätter oder jetzt unser erstes Stück Fleisch. Digga, wie heftig. Aber wann ist das fertig? Wie sehe ich das? Muss ich selber drauf achten, wenn das sich verfärbt oder was? Noch ist es roh, oder? Jetzt zeigt er beim. Hat er die Fleischsymbol da oben die ganze Zeit schon gezeigt? Wir nehmen es mal beide hoch. Ist das jetzt gebraten? Ne, ist immer noch roh, ne? Immer noch. Wow. Okay, nee. Das hat noch nicht gereicht. Junge, komm mal her. Hallo. So. Du holst mir mal Stöcke. Stöcke und. Geben. Ich hoffe, er stirbt jetzt nicht dabei. Er soll einfach mal ein paar Stecker holen. Mal gucken, wie gut er das macht. Ja, hol! Push, push! So, wir gehen jetzt wieder auf das Feuer. Wie lange muss ich die putzen lassen? Fühlt sich das hier vielleicht irgendwann? Jetzt noch Blätter dazu, oder was? Zack, ein bisschen Kräuter, ist immer gut. Achso, das versteckt das Feuer, oder was? Wow! Er ist der Beste. Okay, alles noch ein bisschen buggy. Digga, lol. Er ist der Killer. Wie lange dauert das? Oh, jetzt. Jetzt ist fertig, ne? Jetzt ist fertig, oder? Jawohl. Jetzt ist fertig. Jetzt achten wir mal drauf. Da unten rechts unser Essen und Leben. Jetzt nehmen wir mal ein. Oha, man sieht sogar, wie er isst alles. Leben füllen sich ein bisschen unter Essen-Symbol. Wir sind erstmal. Wahrscheinlich wird das hier auch verkommen irgendwann. Wenn wir es jetzt nicht zeitig essen, aber brauchen wir es erstmal nicht. So, was ist hier mit dieser Muskelmasse? Verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht dies. Ja, wie kriegen wir denn Wasser überhaupt? Steinpfeil. Ja, Steinpfeil am Arsch. Okay. Aber wir haben hier erstmal ein paar Stöcker. Danke. Fangen wir natürlich erstmal ein. Es wird jetzt dunkel. So langsam. Ja, ich bin voll überwältigt noch. Wir gucken mal wieder ins Buch. Was haben wir denn hier noch? Zelt haben wir jetzt. Feuer haben wir jetzt auch. Einfaches Feuer. Jetzt gibt es noch verstärktes Feuer.
Mit einem Stein daneben. Dann gibt's noch Standfeuer. Dann gibt's noch Schädellampe. Schädellampe? Dann gibt's noch Stockstock. Ach du Scheiße. Man kann das spitzen. Es gibt verstärkte Strukturen. Ach du Kacke. Es gibt Zäune. Es gibt einfacher Boden. Oh mein Gott. Aber wir wollen ja erstmal eine Axt haben. Stockstrukturen. Einfacher Boden. Rampe. Wie baue ich mir denn jetzt eine Axt zum Beispiel? Zum Holzfeld. Das wäre doch der nächste Schritt. Guck mal hier. Man kann alles spalten, wie man es will, ne? Wie man es will. Das ist so krass. Aber ich sage jetzt mal, wir gehen jetzt mal erstmal auf. Ich weiß jetzt auch nicht, ich bin gefordert hier. Ich brauche Trinken. Was muss ich denn jetzt? Ach, Digga, ich bin so gefordert. Digga, er holt hier Holz ohne Ende. Wie viel Hölzer können wir denn tragen? Anscheinend können wir noch. Nur große Dinger können wir nicht mehr. Ja, das ist jetzt gleich irgendwann vorbei. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt immer so ein verstärktes Feuer. Ich hoffe nicht, dass ich gleich in der ersten Nacht die ersten Monster gehe. Wie lange macht er denn das? Scheiße. Ja komm, Digga, das reicht erstmal. Komm mal her. Du hörst immer auf. Gegenstand, eine seitige, 5 Meter. Mach Pause. Pause, Rudi. Ey, warte mal, was ist das denn? Hier Beeren? Oh. Digga, ich sag mal Pause, er folgt mir wieder. Achso, er legt sich da hin. Ja, genau, chill mal. Ah, das ist cool mit dem Typen. Guck mal, was der mir jetzt schon an Holz gesammelt hat. Da können wir reichlich nehmen. So, jetzt nochmal. Wir machen jetzt ein verstärktes Feuer. Dazu brauchen wir Stöcker. Dann Steine. Ja, so genau verstehe ich es nicht. Wir probieren mal eben den anderen Modus. Ist das jetzt wirklich, wie ich gedacht habe, so blaupausenmäßig? Guck mal, hier ist ja viel mehr. Oder? Hier sind so 1000 Sachen jetzt, guck mal. Frischreuse. Guck mal, warum sind denn hier jetzt mehr Sachen? Wenn man den Modus wechselt. Ach, oder sind das jetzt bei dem Modus halt richtige... Nee, das sind alles mit Gebäude und so, ne? Das hat gar nichts damit zu tun, was ich gerade gesagt habe mit Blaupausen, ne? Was? Was? Wer ist hier? Mach das Buch weg. Wer ist das denn? What the fuck? Wer ist das? Hol die Knarre, Junge! Was ist das? Ja, chill erstmal. Und hier ist irgendwie so ein Alien. Ich bin nett. Hallo, ich bin nett. Ey, du fünfarmiges Schlangenmonster. Holy shit. Was war das denn, Alter? Was ich mir jetzt frage, pass auf. Wie kann ich jetzt diesen scheiß Speer aus? Wenn es Gegner kommt, wie kriege ich mein Speer? Wie kriege ich verdammt nochmal mein Speer in der Hand? Das muss doch irgendwie... Das muss doch schneller gehen. Das muss doch irgendwie gehen. Wie kriege ich mein Speer in der Hand? Zerlegen, Gebrauchsgegenstand. Ich mache das mal auf K. Walkie-Talkie-Buch, Primär, Sekundär. Warum kann ich hier auf 1, 2, 3, 4 die verschiedenen... Äxte, Dings, das. Zur nächsten Seite. Grifftasche, Kategorien durchwechseln. Wie kann ich mein Scheißspeer jetzt sofort in die Hand nehmen? Also, ich muss echt auf Inventar und dann auf Speer, oder was? So muss ich es echt machen? Das wäre ja ein bisschen... Egal. Wir gucken noch kurz weiter, dann gehen wir schlafen. Also, wir wollen jetzt hier nochmal durchgucken. Jagd, Blockhütte, 75 Dinge. Wir haben noch gar keine Axt. Was können wir hier noch machen? Unterkünfte, Anbau, Baumplattform, Baumunterstupf, Bett aus Stöckern, Knochenstuhl, Wandfackel,
Tisch- und Holzbank, Stocklager, Steinlager, Stammlager, Knochenlager, Trockengestell, Schaufensterfigur, Regal, Wandregal, Felspfad, Stockpfad, Vogelscheuche, Vogelhaus, Pflanzgefäß. Wir brauchen eigentlich, brauchen wir hier Fallen, Unterkünfte. Wir brauchen halt was. Was ist das hier? Frischreuse. Ist das für Wasserabfang? Ach, Fisch! Fischreuse! Digga, kann ich richtig lesen. Wie kriege ich Wasser? Wartet mal, stopp. Wir probieren nochmal was aus. Kann man aus dem Meer trinken? Kann man hier was trinken? Kann man schwimmen? Ja, muss man ja. Ja, schwimmen kann man. Ich habe aber jetzt schon Angst. Aber trinken fehlt mir noch. Trinken, trinken, trinken. Ich weiß es nicht. Alter, ist das dunkel. Digga, ist das dunkel. Warte mal, wo hol ich nochmal mein... Digga, voll das Elektro-Ding, Alter. Wir gehen jetzt schlafen. Komm her. Erstmal safen. Und dann gehen wir schlafen. Okay. Du bist durstig, ja! Scheiße, Mann! Helft mir doch, Spiel! Helft mir doch! Wie geht denn das? Ich bin noch ein Nabbel. Es ist schade, dass ich jetzt nicht draufgehen kann und gucken kann, was kann ich so alles herstellen. Sondern da steht eine Sache. Hä? Wo habe ich denn auf einmal die Axt her? Hä? Hatte ich die ganze Zeit? Leuchtfarben? Passiert nichts, wenn ich drauf drücke. Einschalten. Ach so. Lol. Wie geil ist das denn? Wenn es dunkel ist oder was? Okay. Habe ich die Axt die ganze Zeit? Ich hab echt nicht drauf geachtet, ne? Ob da die Axt die ganze Zeit ist. So. Jetzt, pass auf. Jetzt, jetzt will ich die Animation sehen. Jetzt fällen wir diesen Baum hier. Achso, erstmal die Rinde. Und jetzt guckt es euch an. Er macht jeden, egal wo ich mache, er macht jeden einzelnen Holzscheit. Guckt euch das, also animationstechnisch oder grafisch oder wie auch die ganzen Details ist heftig. Warte mal, wie ist das bei Bäumen? Wenn ich jetzt hier drücke, dann fällt der doch nach da hin, oder? Ja. Wenn ich jetzt auf der Seite fälle. Ja. Okay, man kann sogar ein bisschen schneller. Ja. Ich schub's ihn. Ich hab meinen ersten Baum gefällt. In Sons of Forest. So, und was kann ich jetzt damit machen? Ich kann jetzt natürlich die... Hä? Oh, ich habe jetzt genug Stücke. So, ich kann jetzt das tragen. Das ist klar. Und... ablegen. So, und jetzt kann ich... Ich könnte jetzt das Holz so oft spalten, wie ihr wollt, glaube ich. Doch. Habe ich jetzt gemacht. Ne, er macht dann einfach nur einen härteren. Man kann doch das jetzt nochmal so spalten, wie man will. Warte mal. Oder muss ich jetzt auf... Okay. Also man kann alles... Hä? Ah, guck, guck, guck. Das meine ich. Pupp. Guck mal, das ist heftig. Ne, warte mal. Ja, okay, wir machen jetzt einfach nochmal hier. Und jetzt können wir den als so eine Spitze machen. Ja, das ist heftig. Und jetzt können wir das nochmal spalten. Das ist ja unglaublich. Wie
heftig ist das denn bitte? Warte mal, was ist denn mit jetzt? Aber das verstehe ich manchmal nicht. Sobald du was irgendwo drin hast oder jetzt hier hingelegt hast, du kannst da nicht mehr aufnehmen. Das ist doch schwachsinnig. Wieso kann ich das jetzt nicht nochmal aufheben? Also das... Ach, warte mal. Entferne ein platziertes... Ach so! Ah! Haha! Also es geht doch... Die haben an alles gedacht. Man muss ein bisschen dran rütteln, dann kann man es rausziehen. Ey, das ist ja un... Das ist ja... Nein, das ist krank. Das ist krank. So, wofür ist jetzt nochmal diese rechte Maustaste? Geht bei dir nicht. Das ist ja krank. Man muss hier echt dran rütteln, dann kann man alles entfernen. Das ist ja unglaublich. Gut, die Fußspuren verschwinden. Ja, um Grafikressourcen zu sparen. Das ist ja unglaublich. Das ist ja echt unglaublich. So, was macht er denn jetzt, wenn ich sage, hat er auch eine Axt? Was ist, wenn ich ihm jetzt sage, hol mir dicke Stämme? Und fallen lassen. Folge mir. Mir geben. Nimmt der jetzt meine Axt? Scheiße, ich verdurste. Ich verdurste. Was ist mit Wasser? Ich verdurste, Leute. Helft mir. Oder holt er nur die Stämme, die ich jetzt halt abgeholzt habe? Ja, Digga, und dann kickt er sie weg. Lol. Egal, er soll mal machen. Was ist mit Wasser? Wasser, Wasser, Wasser. Wir müssen, glaube ich, einen Fluss finden. Wir müssen einen Fluss finden. Jetzt folgt er mir natürlich mit diesen Stäben, weil ich gesagt habe, gib sie mir. Oh, Digga, chill. Komm her, komm her, komm her, komm her. Folge mir, Bruder. Folge mir einfach. Wir beide holen jetzt erstmal Wasser. Guck mal, rechts, du bist durstig. Aber es macht jetzt nichts, ne? Ich kriege keinen Schaden, ich sterbe davon nicht. Warum muss ich mich jetzt aber um Trinken trotzdem kümmern? Ich spiele auf normal. Wieso muss ich mich trotzdem... Eigentlich kann ich jetzt drauf scheißen oder nicht auf Essen und Trinken. Das ist jetzt die nächste Frage. Weil ich will schon, dass ich mich da, warte mal. Wollen wir das... Du bist durstig. Ja komm, wir gucken mal ein bisschen. Wir kriegen sogar ein bisschen Trinken daraus. Ihr seht das, ein bisschen füllt er auf. Aber wir nehmen erstmal mit. Boah, die Grafik. Digga, du kannst einfach hier alles fällen und alles mitnehmen. So heftig. Krass. Und ich denke mir, dass diese Axt auch niemals kaputt geht. Dass das so extra gemacht ist, dass man sich nicht tausendmal diese Äxte herstellen muss, sondern dass das so eine richtige stabile Taktik-Axt ist. Dass man die immer haben kann. Ja, aber wir müssen jetzt mal ein bisschen auf Erkundung gehen, weil wir brauchen zumindest Wasser. Wie gesagt, ich glaube, dass es jetzt so eingestellt auf normale Schwierigkeit, dass man daran nicht stirbt. Wäre ein bisschen dumm eigentlich. Weil warum soll ich mich dann drum kümmern, weißt du? Wir müssen natürlich uns merken, wo unser Platz ist. Warte mal. Also wir müssen einfach immer in Norden. Ja, warte mal, wenn ich so halte, ist ja da Norden, hä? Hier steht ja nichts. Kann ich mir denn irgendwelche Wegpunkte? Ich muss dann immer dahin. Das muss ich mir merken. Da ist auch der Heli abgestürzt. Aber warte mal. Ah, man sieht sogar die Flüsse. Guck mal, hier ist jetzt ein Fluss, wo wir hingehen. Okay, das ist cool gemacht. Also, hier ist jetzt irgendwo ein Fluss. Ein Eichhörnchen. Ah, scheiße. Hä? Guck mal, aber jetzt wieder. Wie komme ich jetzt auf meinen... Auf meinen... Wie komme ich auf meinen Speer jetzt? Warum kann ich nicht 1, 2, 3, 4 Waffen zuteilen oder so? Muss ich jetzt wieder hier und muss wieder hier drauf gehen? Also, tut mir leid, aber das ist ein bisschen too much. Das weg. So, ich höre was. Ich höre was. Wo ist eigentlich diese Frau mit diesem... So, was ist jetzt hier? Kann man das trinken? Scheiße, anscheinend nicht. Warum sind sie Tote? Digga, wie kann man denn Wasser nochmal trinken? Das gibt's doch gar nicht. Was ist das denn? Oh mein Gott, ich dachte gerade, das wäre ein Gegner. Alter, mein Herz. So, hier, komm mal her. Hallo. So, hier ist ein kleiner Fluss. Was ist jetzt hier? Wieso kann ich hier nichts raus trinken? Wie geht das? Du bist müde.
Digga, ich bin ja alles. Ich habe doch gerade erst geschlafen. Wieso bin ich denn jetzt schon wieder müde? Und wie kann ich verdammt nochmal was trinken, Mann? Und wieso wird mir immer dieser scheiß Steinfall? Also, ich noch, es sind noch ganz viele offene Fragen hier. Ich check gar nichts. Ja, Beeren, 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 ja. Was ist das denn hier? Heidelbeersamen? Ich bin noch zu... Ich habe keine Ahnung. Unser Schädel. Wieso soll ich Gegenstände in den Rucksack machen, wenn ich das Ding hier eh mal alles mit habe? Das verstehe ich nicht. Ich habe doch das ganze Teil sowieso immer mit, oder? Oder kann ich jetzt... Nein. Ah, Mann! Was bringt mir das? Was bringt mir dieser Rucksack jetzt? Verstehe ich nicht. Was bringt mir das jetzt, dieser Rucksack, dass das alles da drin ist? Ich kann ihn noch gar nicht... Das verstehe ich noch nicht. Ja, ich bin jetzt am Krepieren oder keine Ahnung. Ach Mann, das ist doch scheiße. Ja, wir gehen jetzt erstmal wieder zurück. Ich habe doch gerade erst geschlafen oder bin ich dumm? Ist nicht gerade erst der neue Tag angefangen und so? Wieso bin ich denn so müde? Es ist doch mitten am Tag. Ich bin komplett erschöpft. Oh, Killer mal, Killer Ding. Alter, sieht die Grafik geil aus. What the fuck, Alter. Grafik for the win, Alter. Wo ist denn... Also ein paar Sachen verstehe ich noch nicht. Also ich bin komplett erschöpft. Ich muss schlafen. Aber ich verstehe nicht, ich habe doch vorhin erst geschlafen, oder nicht? Ich hätte mal drauf gucken müssen. Oder ist das, weil ich so viel Durst habe? Ist es, weil ich so viel Durst habe? Ich sterbe zwar nicht, aber ich habe komplett keine Ausdauer, keine Dings. Man muss 10.000 Mal schlafen. Aber wie zum Teufel kriege ich Wasser? Das finden wir als nächstes heraus. Das müssen wir jetzt herausfinden. Aber wir gucken jetzt erstmal. Was ist, wenn ich jetzt schlafen gehe? Aber wir sind komplett im Arsch. Wir sind komplett im Arsch. So viel ist klar. Wir gehen jetzt nochmal schlafen. So, Schlaf ist komplett... Wir haben Hunger und Durst. Das ist klar. Ist das noch verdorben? Rottenfleisch. Es ist nämlich jetzt verdorben, ne? Ich esse mal trotzdem. Wir gucken mal. Oder ob wir jetzt sterben, weil wir vergiftet sind. Okay, wir haben ein bisschen gefuttert. Ja, guck mal, wie schnell meine Ausdauer weggeht rechts. Bei Tag und Nacht. Wir müssen essen und trinken, Leute. Wir müssen essen und trinken. Boah, Digga, wie geil sieht das aus. Mann, grün. Wir müssen unbedingt essen und trinken. Wir sind komplett im Arsch. Man stirbt nicht davon, finde ich gut. Aber wir sind komplett im Arsch. Kann er uns Wasser holen? Nimm Gegenstand. Nein. Nein. Nein, ich will dir nichts geben. Nochmal. Hol Stöcke, Steine, Stämme, Stöcke, Steine. Er kann nur sowas, ne? Er kann mir kein Wasser geben, ne? Baue Feuer. Unterschlupf. Unterschlupf ABR. Unterschlupf ABR? Ja komm, bau mir mal einen Unterschlupf ABR, whatever das ist. Aber er kann auch kein Wasser holen, ne? Ich bin komplett im Arsch. Ich sterbe gleich wieder. Ich muss gleich wieder schlafen. Ey, du kleine Mist! Er baut meinen Unterschlupf ab! Nein, nix, Daumen nach oben! Ach so, Unterschlupf ABR heißt Unterschlupf abbauen, oder was? Scheiße! Ich dachte, das wäre ein anderes... Ich dachte, das wäre einfach was anderes. Ja, tatsächlich ist es weg. Ja, jetzt baue ich wieder hin, du Vollpfosten, Mann. Digga, wir sind komplett im Arsch. Guckt euch das rechts an. Es ist, wir sind komplett tot, direkt. Und ich weiß nicht, was diese Muskelkraft heißt. Steigen wir dann Level auf, oder was? Ja, wir sind komplett im Arsch, Alter.
Ja, Daumen nach oben. Wie? Mit einem Stock machst du? Das geht? Das reicht? Ach du Scheiße! Ah, nein! Ich bin direkt tot, Digga. Ich brauche mein scheiß Speer. Was ist das? Okay, alles noch ein bisschen buggy. Verpisst euch. Wenn ihr mich nicht angreift, greife ich euch nicht an. Hallo, alles gut. Alles okay. Alles okay. Ja, ja, du hast Angst, genau. Ich werfe das nämlich gleich in dein Gesicht. Alles gut, Bruder. Ja, guck ich nicht an, nein. Alles okay, ja. Geht mal weg, genau. Ach du Scheiße. Ach du Kacke, Digga. Ah! Ich bin voll in Panik hier, Mann. Weg. Ich bin voll überfordert. Ich will schlafen. Ich will speichern. Und ich will schlafen. Okay, Leute. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt gezockt habe. Das Spiel frisst so die Zeit. Haben wir schon über eine Stunde oder sogar über zwei. Ich weiß es nicht. Digga, die sind immer noch da. What the fuck? Ey, wir machen jetzt erstmal Part 1 Stopp. Und wir sehen uns jetzt gleich weiter bei Part 2. Oh mein Gott. Sons of Robust. Mega. Aber ich und Survival Games, ich muss ja mal reinkommen, Digga. Oh mein Gott.